Halloween steht vor der Tür und damit ist gestern auch das Once to Watch, also das Halloween-Event in FIFA 23 gestartet mit Team 1, mit einigen geilen Karten. Wir konnten so eine Karte zum Beispiel mitnehmen und auch eine SBC kam. Und heute am zweiten Tag kam direkt eine Player-Auswahl-SBC. Also ein Spieler hat eine SBC bekommen in zwei verschiedenen Varianten, wo wir uns eine von aussuchen können. Oder wir machen eben beide, wobei es bei dieser Variante wahrscheinlich für zwei ein bisschen zu teuer wird. Deswegen muss ich entscheiden, denn heute ist David Alaba gekommen als Once to Watch. Allgemein die Goldkarte schon krass und die Once to Watch ist natürlich noch deutlich, deutlich besser. Hat aber auch einen guten Preis und in diesem Video schauen wir uns an, ob sich das Ganze preis-leistungsmäßig überhaupt lohnt, wie gut er wirklich ist und was wir für diese SBC oder für diese beiden SBCs quasi abgeben müssen. All das in dem Video. Bevor wir aber reingehen, würde ich mich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geht und an alle, vor allem an die, die neu sind oder die, die es noch nicht gemacht haben, gerne nachholen, hier diesen Kanal kostenlos abonnieren. Es fehlen nicht mal mehr 5 Abonnenten, dann haben wir endlich die 3000 und spätestens bis morgen hätte ich die gern voll, spätestens bis zu diesem Wochenende, das zu Ende ist, wäre auf jeden Fall ein cooler Meilenstein, den wir zusammen auf jeden Fall voll gemacht bekommen. Jetzt haben wir aber genug gelabert wegen reine FIFA Ultimate Team und schauen uns die David Alaba SBC mal etwas genauer an. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Im Intro wurde alles Wichtige eigentlich schon gesagt, Rule Breaker Event ist jetzt endlich da, Team 1 ist gekommen und heute haben wir David Alaba gekommen und zwar als SBC Auswahl sozusagen. Also wir haben zwei Varianten von Alaba mit einer identischen Gesamtbewertung, also beide haben die gleiche Gesamtbewertung, aber die einzelnen Stats, die sind anders verschoben. Das Rule Breaker Event bedeutet ja einfach, dass ein Spieler zum Beispiel mit einem schnellen Tempo und einem schlechten Schuss ein bisschen weniger Tempo bekommt, aber dafür höheren Schuss, und bei Alaba wurde zum Beispiel defensiv ein bisschen was runtergenommen oder physisch, und dafür wurde zum Beispiel Tempo, Schuss, Pass, dies, das eben höher gemacht. Und bei diesen beiden Karten wurde eben verschieden gepegelt an den Werten. Das schauen wir uns an. Diese SBC ist heute Thema. Wir gehen rein in Ultimate Team. Natürlich, David Alaba ist mit dieser Karte extrem, extrem Meta. Schon die Goldkarte ist extrem OP. Gerade in der Liga dieses Jahr finde ich sehr krass. Mit Eder Militao, mit dem Araujo, mit dem Alaba. Vor allen Dingen auch mit dem Rüdiger. Das ist natürlich geisteskrank. Und das ist ja erstmal Team 1. Haben wir gestern ja alle schon gesehen. Nichts Besonderes, hätte ich fast gesagt. Natürlich ist ein geisteskrankes Team, aber nichts Neues ist jetzt dazu gekommen. Außer eben die SBC von David Alaba. Gestern haben wir uns ja Paulinho schon angeguckt und Favre, die SBC. Paulinho war zum Spielen, darüber kam auch ein Video. Ich habe gleich beide in einem Video gemacht. Deswegen, jetzt kommen wir direkt nicht in Ultimate Team rein. Perfekt. Vorab, bevor wir reingehen, können wir vielleicht schon mal schauen auf Footbin ganz kurz. Da habe ich heute schon mal reingeschaut. So sieht die SBC aus. 309k, also sagen wir 310k sind beide und hier wurde halt verschieden an den Stats gewerkelt. Wir sind jetzt schon drin in Ultimate Team, deswegen schauen wir uns genaueres dort natürlich jetzt an. Hier haben wir es auch mal zweimal Innenverteidiger, aber mit verschiedenen Werten, was das Defensive angeht. Da ist kein riesengroßer Unterschied, es sind halt wirklich die Defensivwerte, die wichtig sind auch für einen Verteidiger weg für 500, sehr schön. Müssen wir hoffen, dass Schlotterbeck jetzt am Wochenende irgendwie ins Team of the Week kommt, wäre cool. Gehen wir rein in die SBC von Alaba. Ich muss sagen, die sieht wirklich schon krank aus. Also ein Blick reicht mir schon. Ich habe mir die Sets noch gar nicht genau angeguckt, aber reicht mir eigentlich schon. Hier haben wir David Alaba als Gesamt, als Spieler, als Spielerwahl. Da kann man den ja gar nicht zweimal machen. Früher war es so, man konnte den doppelt machen. Kann man jetzt nicht. Früher war es so, wenn zwei waren, da war meistens eine SBC mit Alaba, Rule Breakers bleiben wir noch eine zweite. Jetzt ist aber wirklich eine Spielerwahl. Das heißt, wir müssen uns die beiden auch anschauen, erstmal von den Stats her, bei Footbin, was wir jetzt gleich mal machen werden. Wäre die eine Variante,
David Alaba 81 Pace haben beide, 66 Schuss haben beide, 85 Pass haben beide und ich glaube 83 Dribbling haben auch beide. Dieser Alaba hat aber 91 Def und 81 Physis und der andere hat 87 Def und 77 Physis. Das heißt, der eine hat einen, ja, hat einfach ausgeglichene Werte defensiv und physismäßig und der andere hat halt eine okaye Physis und eine krasse Defensive. Was ist jetzt das, was man mitnehmen sollte? Wir geben ja für beide das Identische ab. Ich würde sagen, bevor wir uns hier einigen, auf was wir abgeben, gucken wir uns erstmal an, oder was wir nehmen, gucken wir uns erstmal an, was wir abgeben müssen, weil das ist natürlich auch erstmal entscheidend. Die SBC, wir haben schon gesehen, 310k. Das erste Team Real Madrid, da brauchen wir einen Spieler von Real Madrid im Team. Eine Gesamtbewertung von mindestens 86 brauchen wir, also einen Spieler, der das hat. Und die Gesamtbewertung vom ganzen Team, das muss eine 84 sein. Das zweite Team ist die La Liga, da muss mindestens ein Spieler aus der La Liga drin sein. Ein Spieler aus dem Team of the Week, also ein Informspieler. Und das ganze Team braucht eine 85er Bewertung. Das dritte Team heißt Topform. Da muss einfach nur ein Team of the Week Spieler im Team sein. Und wir brauchen eine Gesamtbewertung von 86. Und das letzte Team heißt 87 Gesamtteam. Da muss mindestens einer mit einer 88 im Team sein oder höher. Und gesamt braucht das Team mindestens eine 87er. Also ein 87er, ein 86er, ein 85er und ein 84er Team mit zwei Informs. Das ist ordentlich. Preislich brauchen wir da jetzt nicht nachgucken. Haben wir ja schon geklärt. Ganz einfach bei Footbin, dass die SBC uns ganze knapp 310k kostet. Wenn ihr alles neu kauft und ein bisschen gut sniped, kriegt ihr die wahrscheinlich auch für 305, 306 locker hin. Gucken wir uns den Gold-Alaba mal an zum Vergleich. Also der Gold-Alaba hat im Vergleich jetzt zum, nehmen wir mal den mit 91 Physis, da hat er 2 weniger Pace. 5 mehr Schießen hat er allerdings, das ist schon krass, das wurde runtergenommen, ist aber nicht so wichtig für den IV, finde ich. 2 weniger Pass hat der Gold-Alaba, 3 weniger Dribbling, Def 6 weniger und Physis 4 weniger, das ist schon ziemlich enorm. Und natürlich bleibt die Frage offen, wenn wir uns entschieden haben, wollen wir ihn überhaupt machen für den Preis. Ich muss sagen, ob das Ganze lohnt, ja, für diese Karte lohnt sich das absolut, aber nur, wenn ihr auf einem Top-Niveau spielt. Also wenn ihr ihn jetzt einfach für die Squad-Battles oder Rivals euch erzocken wollt, auf keinen Fall. Ich kann ihn euch empfehlen, natürlich erstmal, wenn ihr überhaupt reinpasst im Team, das sollte sowieso gegeben sein. Nicht so als Joe-Karte. Und wenn ihr in der Weekend League spielt und das wirklich ernsthaft spielt und auch gut seid, dann lohnt sich die Karte, weil die kann den Unterschied machen. Jetzt für ein bisschen hier Division, Rivals, hier, weiß nicht, 7, 8, reicht das auf keinen Fall. Ich würde euch schon empfehlen, wenn ihr Weekend League spielt und da mindestens so, ja, mindestens so 60%, 65% Siege holt, dann kann ich auf jeden Fall lohnen. Wer lohnt sich meiner Meinung nach mehr? Ich bin zwar ein Freund davon zu sagen, jo, man geht auf ein großes, auf eine große Bewertung, aber ich finde, ihr solltet euch den mitnehmen mit 87 Dribbling und 87 Physis, weil mit dem Chemistry Style können die beide auf weit über 90 springen. Bei dem anderen könnt ihr halt den einen Stat auf, keine Ahnung, 99 springen, aber den anderen auf nicht mal ganz 90. Versteht ihr, wie ich meine? Und ich finde persönlich, man merkt es keinen großen Unterschied, ob Def bei 91 ist oder bei 95. Aber ob Def und Physis bei 87 ist oder 93, 92, das merkt man dann schon. Irgendwann, umso weiter hoch man geht, merkt man nicht mehr ganz so den Unterschied. Ist meiner Meinung nach, deswegen finde ich, oder ist mein Favorit von den ganzen Karten, einfach der, der mehr die Allrounder-Stats hat. Ich gehe einfach eher mehr auf Allround-Stats, da bin ich einfach mehr Freund davon, bin ich ganz ehrlich. Perfekt, er war gerade noch bei 309k, irgendwas ist ja schon bei 308k. 950 Coins. Also ich kann euch das Herz legen, wenn ihr ernsthaft spielt, wenn ihr gut seid, wenn ihr wirklich eure Leistung ein bisschen pushen wollt, dann nehmt auf jeden Fall den Allrounder mit. Ist es auch nicht so ein riesen Unterschied, wenn ihr den anderen mitnehmt, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich diese Variante mit den 87 Def und 87 Physis nehmen. Das ist meine Meinung zu der David Alaba SBC. Ich finde cool, dass er eine SBC bekommen hat. Ich mag den Spieler absolut, bei Real Madrid auch verdient, dass er eine Karte bekommen hat. Hätte auch ein Rüdiger sein können, aber wir müssen ja nicht übertreiben. Ich glaube, Rüdiger hätte mindestens 500k gekostet. Ist eine coole Karte, meine Meinung kennt ihr, warum ihr die mitnehmen solltet, wenn ihr sie überhaupt mitnehmen solltet und welche ihr mitnehmen solltet. Meiner Meinung nach ist aber auch mein Befinden. Wenn ihr jetzt den anderen eher mitnehmen würdet, ist auch jetzt
würde ich euch jetzt nicht unbedingt großartig widersprechen, sondern euch einfach das sagen, was ich euch schon gesagt habe. Ich hoffe, aus dem Video seid ein bisschen schlauer geworden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt noch oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns hoffentlich sehr, sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann und rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippitippitapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Gülle, Gülle, Dasi, Danja, Adios und Tschö. Sayonara, Yasu, Ciao, Bye, Bye und Adieu.